DIT, Seite 34, gastroduodenale Ulkuskrankheit, Ulkusventriculi, Magenulkus, Ulkus duodeni. Definition: Das ist ein überschreitendes Schleimhautdefekt der Lamina muscularis des Magens oder Zwölffingerdarms. Ursache: 1. Chronische Gastritis. 2. Einnahme von Saarstern, Ass, Indometazin oder Diclofenac. 3. Noxen, Nikotinabusus, Alkoholabusus. 4. Zollinger-Ellison-Syndrom, Stern-Stern-5, psychische Faktoren, Stress. Symptome: 1. Oberbauchschmerzen im Epigastrium. Nach dem Essen, UV, vor dem Essen, UD. 2. Übelkeit und Erbrechen. 3. Völlegefühl, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Komplikationen: Kommt es zu einer stärkeren Blutung aus dem Ulkus? 1. Hämatemesis. 2. Melena. 3. Anämie. 4. Penetration bzw. Perforation des Ulkus mit Peritonitis. 5. Das Risiko des Magenkrebs ist bei Patienten mit Ulkusventriculi signifikant erhöht. Diagnostische Maßnahmen: 1. Körperliche Untersuchung, Anamnese und Messung der Vitalzeichen. 2. Laboruntersuchung, BB. CRP, BSG, HB. Uriase-Schnelltest, um die Helicobacter pylori zu bestätigen. Lipase-Amylase, um die Pankreatitis auszuschließen. 3. Röntgenaufnahme, um Magenperforation auszuschließen. Wir bemerken freie Luft unterhalb des Zwerchfells. 4. Abdomensonographie, um die Cholezystitis auszuschließen. 5. Endoskopie, Ösophagogastroduodenoskopie, ÖGD. A. Um die Ulkus zu bestätigen und zum Blutstillung, Hämostasis, wenn es Blutung gibt. B. Um die Biopsien zu entnehmen, damit wir Helicobacter pylori bestätigen. C. Um der Magenkarzinom auszuschließen. 5. EKG, um Myokardinfarkt auszuschließen. Seite 35. Differentialdiagnose: 1. Myokardialinfarkt. 2. Pankreatitis. 3. Gastritis. 4. Magenkarzinom.
5 Cholezystolithiasis. 6 Cholezystitis. Therapie. 1 Stationäre Aufnahme. 2 Nahrungskarenz, Fasting. 3 PP-Infusiontherapie Omeprazol 40 mg. 4 GGF. Eine Helicobacter pylori-Eradikation mittels Trippeltherapie sollte beim Nachweis von Helicobacter pylori erfolgen. Zur Trippeltherapie wird meist ein PPI, Stern und zwei Antibiotika, VA Clarithromycin und Amoxicillin, eingesetzt. PPI 20 mg zweimal täglich. Clarithromycin 500 mg zweimal täglich. Amoxicillin 500 mg zweimal täglich. 5 Operation Behandlung, wenn es Komplikationen wie Blutung oder Perforation gibt. Dann nehmen wir dem Patienten eine Operation vor, um die Blutung aufzuhören oder die Perforation zu behandeln. Hinweis: Stern-Zollinger-Ellison-Syndrom ist eine Erkrankung infolge der Hypersekretion von Gastrin in Blut wegen Vorhandensein eines Tumors, Gastrinom, im Pankreas oder Duodenum. Dies führt zu gastroduodenale Ulkuskrankheit. Stern-Stern-Saar, nicht-steroidale Antirheumatika. Stern-Stern-Stern-PPI, Protonenpumpenhemmer. Seite 36. Ösophaguskarzinom. Definition. Beim Ösophaguskarzinom handelt es sich um einen bösartigen Tumor, Krebs, in der Speiseröhre, Ösophagus. Ätiologie. Ein Ösophaguskarzinom entwickelt sich in der Regel aus einer Präkanzerose. Dazu gehören unter anderem erster Barrett-Ösophagus, zweiter Achalasie, dritter Sklerodermie, vierter Verätzungen, Burns, fünfter Plummer-Vinson-Syndrom, sechster Alkoholabusus, 7. Nikotinabusus. 8. Mangelernährung. Symptome. 1. Retrosternale Schluckbeschwerden, Dysphagie. 2. Pseudohypersalvation. 3. Gewichtsverlust. 4. Melena. Teerstuhl. Diagnose. 1. Körperliche Untersuchung, Anamnese und Messung der Vitalzeichen. 2. Laboruntersuchung wie
CRP, BSG, LDH, TSH, um Hyperthyreose auszuschließen, Tumormarker, SCC, CIA, CA 19 bis 9, zur Verlaufskontrolle. 3. Endoskopie, ÜGD, mit Biopsie des entsprechenden Gewebes. 4. Röntgenologie. Röntgenkontrastmitteluntersuchung, Ösophagusbreischluck. Ultraschalluntersuchung. CT, MRT, vergrößerte Lymphknoten. Skelettszintigraphie und PET-CT zum Ausschluss von Metastasen. 5. Bronchoskopie und Mediastinoskopie zum Ausschluss von Metastasen. DD. 1. Ösophagusdivertikel. 2. Ulcus duodeni 3, Ulcus ventriculi 4, Achalasie. 5. Refluxkrankheit. Seite 37. Therapie. 1. Kurative Therapie. Endoskopische Resektion der Mucosa bei Frühkarzinomen. Ösophagusresektion, Ösophagektomie mit Lymphadenoktomie und Magenwuchzug. 2. Palliative Therapie, wenn es eine Metastasen-MTS gibt. Benutzen wir Chemotherapie mit Laser. Die wichtigen Fragen. 1. Treten die Beschwerden bei fester, solid, Nahrung oder bei Flüssigkeit auf? Achalasia. 2. Haben Sie Sodbrennen oder Säulen aufstoßen? Refluxkrankheit. 3. Fühlen Sie sich die Schluckbeschwerden im Halsbereich oder hinter dem Brustbein? 4. Husten Sie, wenn Sie sich hinlegen? Refluxkrankheit. Seite